Herzlich willkommen zurück zu Call of Duty Black Ops 2. Nun ja, nach diesem etwas anderem Ende der letzten Folge, wo wir erfahren haben, was mit Alex Mason wirklich passiert ist, würde ich sagen, geht's jetzt weiter und gucken wir mal, mit wem wir weiterspielen dürfen, ob mit David oder... Okay, damit hätte ich jetzt... Okay, die Mission machen wir ja natürlich vorher. Okay, Farid, das sagt mir jetzt mal gar nichts. Das war, glaube ich, ein Spion oder so. So viel weiß ich, glaube ich, noch. Also, es sind noch ein paar Erinnerungen da. Wenn nicht viele, aber immerhin ein paar. Nun ja, wollen wir uns das jetzt hier auch noch holen. Das ist die Eliminierung. Dieser Spinner macht seine Jungs heiß, um in Russland einzufallen. China hat die Kontrolle verloren und uns um Hilfe gebeten. Vor 5 Minuten habe ich direkt mit der Präsidentin gesprochen. Sie hat den Befehl gegeben, wir schalten ihn aus. Saos Tod wird Menendez' Plan für einen Krieg zwischen Amerika und der SDC gewaltige Steine in den Weg legen. Sao wird morgen gegen 1600 Peshawar überfliegen. Das wird ein klassischer Einsatz. Visieren Sie Saos Vitol an und dann töten Sie ihn ein. Sie erhalten ein volles Platoon als Unterstützung. Viel Glück, Commander. Das ist es. Wir müssen Sao ausschalten, bevor die SDC in Moskau ihr Lager aufschlägt. Wenn Sie das versauen, ist unsere militärische Vormacht nur ein feuchter Traum. Okay. Nicht leichter als das, Wasser. Nun ja, wo befindet sich denn unser Ziel? Da dürfen wir vorher noch ein paar Stationen irgendwie zerstören, eliminieren, stören, was weiß ich. Scheint ganz so. Sorry. Schalten Sie den General Zhao aus. Ja, das ist dann wohl das letzte Ziel und das heißt wieder vorher ein bisschen was kaputt machen. Wie soll es denn noch anders sein? Kontakt zu feindlichen Vitols. Beeilung, wir haben hier nur eine Chance. Rakete gefeuert. Am besten noch locker aus der Hüfte drum treffen. Saos Vitol geht runter. Gut gemacht. Zur Absturzstelle vordringen und dafür sorgen, dass General Sao fällt. Verstanden. Unterwegs. Verstärkung abgesetzt. Eagles am Boden. Durch die in Pakistan geborgenen Informationen haben wir ausreichend Zeit, um alle notwendigen Objekte zu sichern. Machen wir das nach Vorschriften. Freigabe zur Eliminierung von General Sao. Brücke zur Sicherung des abgestürzten Vitol vor. Eine gezielte EMP-Ladung anbringen, um die einzelnen Sicherheitstüren des Vitols aufzubrechen. Verstanden. Brücke vor zum markierten Wegpunkt. Signal verloren. Wechsel zur Infanterie. Bestätigt. Frische Truppen am Boden. Feuere auf feindliche AGDs. Hab ich. Feindliche AGD erledigt. Ja, das ging dann wohl doch nach unten los. Also Truppen kann man sich nicht drüber beschweren. Nehmen wir mal den Einsatz Trupp und schicken den hier. Beschuss auf die Infanterie konzentrieren. Ein Treffer. Ein Teammitglied blutet stark. Rücke vor, um ihr Schiff zu neutralisieren. Verbündete Verstärkung kommt zur Hilfe. Eine gleich zwei weniger. Erwischt! Auf die Core-Einheiten zielen. Bestätigt, frische Truppen am Boden. Autsch. Feindliche AGD erledigt. Nun ja, es gibt immer Verluste. Das kann man nicht verhindern. Gefahr eliminiert.
Signal verloren. Wechsel zur Infanterie. Verbündete Verstärkung kommt zur Hilfe. Welche nehmen wir denn mal? Die 5er Kandidaten hier. Feuer auf feindliche AGDs. Oh, Herre. Ein Teammitglied droht den Start. Verstärkung abgesetzt. Spiegel ist am Boden. Eine AGD weniger. Ein feindlicher AGD-Abschuss bestätigt. Das war's auch mal wieder mit dem. Also schnell vorankommen wir hier nicht wirklich. Ja, versuchen wir mal einen anderen Weg. Bestätigt, frische Truppen am Boden. Hackermodul wird manipuliert. Schick diese Jungs los. Erwischt. Einheit verloren. Wechsel zur Infanterie. Wie oft denn noch? Verstärkung kommt zur Hilfe. Das ist ja. Also die Mission hat faustdick hinter den Ohren. Ein Teammitglied blutet stark. Bestätigt, frische Truppen am Boden. Feindliche Geschütz ausgeschaltet. Sieh auf feindliche Infanterie. Versuchen wir, verwinkelte Wege zu gehen. Achtung, in der Formation. Verstärkung abgesetzt. Eagles am Boden. Abschluss bestätigt. Signal verloren. Wechsel zur Infanterie. Ja, der hat wenigstens EMP-Granaten dabei. Frische Truppen am Boden. Ein Teammitglied blutet stark. Verbündete Verstärkung kommt zur Hilfe. Feindliche AGD ausgeschaltet. Gefahr eliminiert. Ziele auf feindliche Infanterie. Ja, da war ich dann doch ein bisschen zu nah dran. Ein Mann ist verwundet. Greife feindliche Infanterie an. Bestätigt. Frische Truppen am Boden. Feindliche AGD eliminiert. Gute Arbeit. Verbündete Verstärkung kommt zur Hilfe. Verstärkung abgesetzt. Eagles am Boden. Feindliche Koreinheit am Boden. Ausrüstung zu sichern. Verbündete Verstärkung kommt zur Hilfe. Frische Truppen am Boden. Ein Teammitglied blutet stark. Verbündete Verstärkung kommt zur Hilfe. Bestätigt. Frische Truppen am Boden. Statt die in meiner Nähe irgendwie zu sehen, setzen, aber naja. Sicherheitssysteme ausgeschaltet, Tür ist offen. Gute Nacht. Mission erfolgreich. Ziel ist ausgeschaltet. Missionsziel erreicht. Zielperson beseitigt. Ja. Hat ein bisschen länger gedauert, aber Mission erfolgreich und das ist das Ziel dabei. Bestätigen. Aber jetzt geht's ja weiter mit Farid oder wie man das auch immer aussprechen mag. Genau so machen wir die Scheiße. Gute Arbeit, Mason. Errungenschaft freigeschaltet. Kriegskunst. Oh, Herr. Naja, wollen wir mal hier weitermachen. Gehe ich einfach mal mit der Ausrüstung ganz einfach da rein. Haben Sie es geschafft? Bin drin. Verdammt gut, Kleine. Sie verstehen es nicht. Kurz vor meinem Abgang bei Tacitus habe ich einen Celerium-Wurm erstellt, der alles entschlüsseln konnte. Quantenscheiß hält mehr aus. Selbst von mir. Ein endes Netzwerk. Alle Länder leiden unter dem neuen Kalten Krieg. Moment. New York? DC, das Pentagon? Shanghai, Peking? Hongkong? Menendez greift Amerika und China an. So sollen beide Supermächte gleichzeitig fallen. Die Daten haben alle das gleiche Präfix. 619. 619. Oh mein Gott. 19. Juni, das ist... Das ist morgen.
19. Juni. Freiheitstag. Die Abschaffung der Sklaverei. Hurensohn. Wo ist Briggs? Admiral, der Angriff ist am 19.06. Morgen. Wir müssen sofort in den Jemen. Nein, Sie müssen dorthin und Menendez zur Befragung internieren. Das ist eine Falle. Sie kontaktieren Farid und die jemenitische Miliz. Wir brauchen Hilfe. Admiral, das ist eine Falle. Menendez hat uns die ganze Zeit getäuscht. Wenn wir in den Jemen gehen, ist das genau, was er will. Bereiten Sie Ihr Team vor. Sie haben 2 Stunden. Oh Mann. Fehlentscheidungen über Fehlentscheidungen. Interner Comlink hergestellt. Verstanden, Harper. Unser Blue Force Tracker funktioniert nicht. Einstufung als Freund nicht möglich. Also egal was passiert, wenn die Kugeln fliegen, niemals die Tarnung aufgeben. Einfach cool bleiben, wir schaffen das gemeinsam. Die Stelle kennen wir doch schon aus dem Intro. Wir sind fast fertig. Wir sind bereit. Ja. Die Amerikaner kommen, Farid. Wenn er wüsste, dass er genau vor ihm steht. Verräter in unserer Mitte. Aber wie? Wer? Das ist egal. Ich bin ihm einen Schritt voraus. Vielleicht unsere Tarnung aufgeflogen? Versucht er uns zu verarschen damit? Keine Ahnung. Echt. Komm, Farid. Es ist Zeit. Zuhören. Verarsche. Harper, Menendez ist weg. Er war weg, als die ersten Schüsse fielen. Menendez weiß es. Ich bin sicher. Das kannst du nicht wissen. Ich meine, wenn er es möchte, dann wärst du schon tot. Er will mich von der Zitadelle treffen. Wir dürfen nicht zulassen, dass er untertaucht. Geh durch die Stadt und stell den Kontakt wieder her. Begib dich nach Süden durch den Markt. Viel Glück, Farid. Truppen werden einen Schutz um die Stadt errichten. Denk dran, für die jemenitischen Truppen bist du nur ein weiterer Terrorist. Ja, super. Planung des Laufwegs. Nicht vorhanden. Ach Mann, ey, lass mir noch mal eine Chance, ey. Unfair. Schiebung. Ich glaube, dazu habe ich jetzt genug gesagt. Alles Gute kommt von oben. Naja, nicht ganz alles. Erlösen wir ihn von seinem Leid. Scorpion Evo Laser, okay. Farid, hör gut zu. Bleib stark, mein
mein Freund. Und ich verspreche, dass ich dich da durchbringe, okay? Ja! Oh Mann, oh, ich brauche eine neue Primärwaffe. Habt ihr nicht zufällig eine für mich? Du sagtest, Melendez wäre auf dem Weg zur Zitadelle. Was ist der schnellste Weg aus der Stadt heraus? Das Westtor führt zu einem Bergpfad in den Außenbezirken. Geh dorthin, wir treffen uns, wenn unsere Beat heute im Einsatzgebiet sind. Ja, man sollte doch nicht zu nah von sich vorne hinwegschießen. Oh Mann, das kann noch hart werden. Mein Gott, er hebt man gerade eine gescheite Waffe auf. Zack, tot. Muss ja so sein. Sonst wäre es ja langweilig. Endlich wieder was anderes. Sind jede Minute da, Farid. Mach weiter, du musst mir denn das finden. Umweg. Nehmen wir. Scheint nämlich nicht gerade so bewacht zu sein. Shit. Also ich hab's so mit dem Sterben in dieser Mission. Total unnötig, aber irgendwie muss ja mal immer sein, ne? Negativ! Verdammt, er muss durch die jeweiligen Linien geschlüpft sein. Nehmen wir mal mit. Echt? Epic Fail. Runde hoch 10? Benutzen. Mitnehmen. Weg hier. Oh, Herr. Dreischussautomatik. Na super. Bin ich auch der Freund von hoch. Geh mir nicht auf den Keks. Ups. Funny. Amerikanisches Blut an deinen Händen. Natürlich, Menendez. Wir müssen dich in Sicherheit bringen. Zu viele Männer sind tot. Der Sieg bemisst sich nicht in Verlusten, Funny. Verrät. Bist du noch da? Wir sind getroffen. Wir gehen runter. Verdammt! Oh, Scheiße! Nicht hier! Hierher! Lass mich Papa. Los! Jemand hat verraten, dass ich hier bin. Wer war es? Du verschwendest deine Zeit! Verdammt! Bastard! Von mir erfährst du einen Scheiß! Ja. Komm schon, mehr hast du nicht drauf! Ha? Farid! Muss das sein? Töte
töte ihn! Ja, das ist es! Los, töte mich! Und du, du rückgratloses Stück Scheiße! Andere die Arbeit machen lassen! Was für ein Mann bist du, ha? Zeig deine Treue, indem du meine Befehle befolgst, Fari! Tu es, Penner! Mach deinen Job! Jetzt, Fari! Tu es, Mann! Komm schon! Hast du nicht die Eier, mich zu erschießen? Ich erschieß den! Sterb ich lieber, bevor ich ihn töte. Du hast uns verraten, Farid. Und wofür? Dein Leben bedeutet deinen Herren rein gar nichts! Leck mich. Papa! Papa, hörst du? Verdammt, da stimmt was nicht! Kraken, Linebacker 2, Angriff auf feindliche Truppen auf dem Weg zum abgeschossenen Vogel. Das Bild von der Absturzstelle auf mein Hand übertragen. Schwerer Beschuss von den Delta! Kraken, wir haben Menendez gesichtet. Nähern uns für Zugriff. Also, dass man da eine Auswahlmöglichkeit bekommen hat, mag vielleicht was sein, aber lieber in dem Fall selbst sterben. Der Hurensohn will zur Zitadelle. Abtransport arrangieren. Harper muss zurück zu Obama. Salazar auf Primärsat. Mehrere Eagles abgeschossen. Fordere sofort Extraktion bei Landezone Sparrow an. Kraken, brauchen den Downlink-Code zur Kontrolle der Drohnen, um Menendez gefangen nehmen zu können. Codes werden auf Ihre Anzeige gesehen. Drohnen auf neues Ziel errichtet. Drohnenzielkontrolle. Manuelle Steuerung aktiviert. Abflugsysteme aktiviert. Die Straße ist eine Todeszone. Aufteilen. Luft nach oben. Nach rechts! Ich übernehme links! Shit. Drohnenzielkontrolle. Manuelle Steuerung aktiviert. Abflugsysteme aktiviert. Aufteilen! Los, nach oben! Die Straße ist eine Todeszone! Nach rechts! Ich übernehme links! Das ist unfair. Man wird erst mit einem Raketenwerfer beschossen und dann nochmal von anderen. Also, nett finde ich das nicht. Blockadeposition. Brauche Menendez aktuellen Standort. Sir, feindliche Truppen haben eine Verteidigung rund um die Zitadelle errichtet. Die Zielperson scheint in dem abgeschossenen Vitol zu sein. Wir werden von der Minigun stark beschossen. Im Auge behalten, aber nicht angreifen. Wir brauchen ihn lebendig. Geschweige denn, wir kommen da lebend hin. Was die uns an Masten an Gegnern entgegenstellen. Ups, sorry. Jemand, dieses Denken ist, wenn auch so ein Feind, also. Finde ich gut. Ohne die Drohnen haben wir keine Unterstützung beim Vorstoß. Wir stellen ein Eindämmungsteam zusammen. Sie werden sich abseilen und an der Brücke dazustoßen. Verstanden. Section Ende. Eindämmungsteam seilt sich ab. Ja, die Brücke ist nur halbwegs intakt.
Noch genug, um dass man da selbst rüberkommt. Ja, Mann, gibt's ja noch mehr von dem Kram. Die ganzen aufgetrieben. Menendez! Sichert ihn! Danke, David. Streben wir eine neue Welt an. Naja, dass du im Knast sitzt, ist eine neue Welt. Nun ja, somit wäre auch bei dieser Folge endlich ein Ende angekommen. Ob endlich, naja, kann man die Frage stellen, aber dann kann ich nur noch eins sagen. Haut herein und bis zum nächsten Mal.